Ob die noch kommen? Keine Sorge. Die kommen schon. Wie du meinst. Wir warten ja erst für deine Ewigkeit. Da sind sie. Wird auch Zeit. Hi. Hi. Ihr habt's gerade noch geschafft. Er wollte schon ohne euch losfahren. Ja, sorry, er hat schon wieder Stunden gebraucht. Hey. Hi. Hi. Thomas. Ah, hast du wieder verpennt? Kann ich dir schlafen. Nur schnell nach Hause in meiner Tasche geholt und dann gleich wieder los. Timo, die pack ich weg. Und das alles nur mit euch in dieser Karre zu. Hey, Kleiner, meine Karre bringt dich immer in ein paar Tage in die Sonne. Auch wieder wahr. Wer fehlt jetzt noch? Na, wer wohl? Siehst du, ich bin gar nicht der Letzte. Mhm. Na, bin ich zu spät? Naja. Was ist denn mit dir? Entspann dich. Sehr sympathisch. Please, Mädels. Bitchen könnt ihr nach dem Wochenende wieder. Die nächsten drei Tage ist erstmal Spaß angesagt. Ready for the trip. Aufs Wochenende. Ja, was für Hesse gut war, wird auch für uns gut genug sein. Was? Energy Drinks? Nein, das ist die Sido-Pizza. Mike, du hast gerade die Ausfahrt verpasst. Wir fahren nicht ins Tessin. Ach nein, wo fahren wir dann hin? Jura. Auf einen, wie heißt das noch gleich? Spitzkegeliger Kahlkopf. Genau. Was? Das ist so ein besonderer Pilz. Ja, ich weiß, was es ist. Aber das ist nicht euer Ernst, oder? Wir fahren anstatt in die Sonne an den Arsch der Schweiz, um uns irgendwelche Drogenpilze reinzupfeifen. Sieht ganz danach aus, Schätzelein. Life is a one-way trip. Ihr hättet mir ruhig was sagen können, echt. Ach, hey, wir wollen sie doch einfach überraschen. Seht ihr, Leute, ist doch immer dasselbe mit ihr. Ich hab genau gewusst, dass sie so reagiert. Deshalb haben wir dir nichts gesagt. Du bist so ein Arsch. Jetzt komm schon, Schwesterchen. Das wird bestimmt ein Spaß. Hey, weißt du was? Treffen sich zwei Jäger im Wald. Beide tot. Check ich jetzt nicht. Warte, ich habe auch noch einen. Also, sagt Hannes zur Lehrerin, was ist das? Wenn man es reinsteckt, dann ist es hart und trocken. Und wenn man es rausnimmt, dann ist es nass und weich. Bam, kriegt er eine gescheuert. Und Hannes so, stimmt. Es könnte aber auch ein Kaugummi sein. Sag mal, hast du denn nicht schon in der Grundschule erzählt? Verjährt, den kann man ruhig wieder bringen. Bei so einem anspruchsvollen Publikum. Oh, da kannst du nur unseren Hesse-Fan meinen. Sag mal, Tom, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ja, warum habe ich dich überhaupt mitgenommen? Ich kenne Mike von der Uni. Er hat mich zu diesem Trip eingeladen. Weil was war das? Hey. Alles okay? Alles in Ordnung bei euch? Ja, geht schon. Ich glaube, da hast du dich in Reifen verabschiedet. Scheiße. Ja. Oh nein. Ist die Luft raus, ne? Ja, super erkannt, Einstein. Sag mal, geht's noch? Hast du einen Wagenheber? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Hey, ich mach das, kein Problem.
klar. Entschuldigung, könntest du vielleicht aussteigen? Da wäre der Bus etwas leichter und ich... Was? Willst du damit sagen, dass ich so schwer bin, dass du ihn nicht hochbekommst? Den Bus, mein ich. Komm, lass ihn in Ruhe, raus mit dir. Hey, wo gehst du hin? Ich muss mal. Tom, ich soll dir eigentlich was sagen. Lass mich nur machen. Na dann hau rein, MacGyver. Ja. Hier. Schöne Gegend hier. Das Transsilvanien der Schweiz. Und auch noch voller Pilze. Oh, Scheiße, jetzt wird's lustig. Kannst du mir kurz helfen? Alter, wo ist der scheiß Reserverad? Das wollte ich dir ja die ganze Zeit sagen. Das ist meine Reserve. Jetzt guck nicht so. Ich hatte die Wahl zwischen Bier und Rad. Wieso müge ich mich die ganze Zeit mit diesem scheiß Wagenheber ab? Du warst gerade so schön in Fahrt. Ja. Und wenn wir keine Pilze finden, dann haben wir wenigstens was zu saufen. Bier gewinnt, Alter. Mit Lederhut? Der kommt gerade auf uns zu. Keine Sorge, das kriegen wir schon. Selbst geschossen, ne? Kleiner Ausflug, was? Aha. Aus Zürich. Ja. Zürcher. Also, passt auf euch auf. Ist dir denn klar, dass sie mich fast erschossen hätten? Wenn ich das gewollt hätte, dann wärst du schon längst tot. Ein paar Kilometer weiter gibt's eine Tankstelle. Die einzige in der ganzen Gegend. Da könnt ihr das Ding reparieren lassen. Ja, das wissen wir. Aber danke für den Tipp.
Sehr sympathisch, die Eingeborenen hier. Nach, ob es hier eine Toilette gibt. Merci. Oh, pardon. Bonjour. Lass mal sehen. Scheiße. Ich frage mal, was im Morgen reicht. Sicher, dass du dir eine anstecken willst? Ach, was soll hier schon passieren? Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu parles allemand? Non. Nous avons un pneu qui est craqué et peut-être vous pouvez changer. Ich kann auch nichts dafür. Was machen wir jetzt? Hier aufschlagen. Hey. Was machst denn du hier? Die Jungs haben mir vom Trip erzählt. Ich dachte mir, wir hätten alles geklärt. Ja. Wenn alles klar ist, kann es ja egal sein, ob ich dabei bin, oder? Ist es mir aber nicht. Außerdem bin ich nicht wegen dir da. Hey. Hey. Na gut, Reise gehabt? Ja. Na ja, dann kannst du jetzt mal die Mitfahrt verdienen, ne? Ob da das Reifenwechseln genügt? Na, geht's dir wieder ein bisschen besser? Geht's gut? War das deine Idee? Was? Mit Lars? Mhm. Erwischt. Aber der Karkauf geht auf deinen Bruder. Ich bin so enttäuscht von dir, ich fahr jetzt mit dem Bus nach. Hey, hey, Valerie, hey. Schau mir in die Augen, Kleines. Ich weiß, es ist bis jetzt alles ziemlich beschissen gelaufen. Aber hör mal, Lars ist mein bester Freund. Und dich und Timo kenne ich schon mein Leben lang. Und jetzt, wo du nach Hamburg gehst, vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir alle zusammen sind. Also lass uns einfach das Beste draus machen, okay? Nochmal richtig auf die Kacke hauen. Also, Ingrid. Du steigst jetzt in dieses verdammte Flugzeug, okay? Du warst schon immer recht überzeugend. Das ist mein einziger Trumpf. Neben meinem guten Aussehen, versteht sich. Und deiner Bescheidenheit. Du wirst mir so fehlen. Ja, du mir auch. Oh Gott. Das wird trotzdem schön, okay? Ja. Ah, alles klar. Na, dann ist schwer, ne? Hallo. Hi. Hey, sorry, aber unser Motorrad ist eingegangen. Und so wie ihr aussieht, haben wir, glaube ich, das Gleiche vor. Ach ja? Wonach sehen wir denn aus? Ja, du weißt schon, was ich meine, oder? Mike. Jedenfalls wollten wir euch fragen, ob ihr uns vielleicht nicht mitnehmen könnt. Ja, weil hier ist sonst weit und breit nichts und wir müssen das ganze Wochenende auf dieser Tankstelle verbringen. Ja. Habt ihr Ausrüstung dabei? Ja. Na dann haut rein. Okay. Super. Danke. Ja. Tabak? Da.
schön. Hat er mir geschenkt. Das ist unzerreißbar. Ein Symbol unserer Liebe. Ja, ewig währt am längsten. Und? Habt ihr schon mal Mushrooms probiert? Nee. Hm. Ja, ich. Aber einmal gereicht. Oh. Ja, das hast du nie erzählt. Es war auch nicht erzählenswert. Schlechter Trip? Mhm. Ach, was? Das Zeug wird jedem anders an. Da vorne geht's rauf. Yeah. Yeah. Vergesst eure Handys. Hier ist die Welt noch mobilfunk frei. Meine Jacke. Und unsere Tasche? Das ist eine Tasche. Das ist ein. Das ist mein Rucksack. Habt ihr alles? Dann los geht's. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Es gibt übrigens noch ein paar Gruselgeschichten über diese Gegend hier. Ich glaube nicht, dass die jetzt jemand hören will. Ach, komm, erzähl. Nein, hör auf, ich möchte das auch nicht hören. Hey, meinst du die mit den verstreuten Gliedmaßen? Oder die mit den abgestürzten Jugendlichen und den zermatschten Köpfen? Oh. Danke, Timo. Nein, ich meine die von diesen Campern. Die Gliedmaßen abgehackt, gekocht und dazu Konfitüre verarbeitet haben. Und das Krasse ist, sie haben diese Gläser danach an der Straße verkauft. Und du hast alles gekauft, oder was? Sind wir bald da? Ich hoffe. Hallo. Ja, ja. Wer baut jetzt mein Zelt auf? Ich? Thomas, das war ein Witz. Aber danke trotzdem. Ja, gerne. Ich hol mal Holz fürs Feuer. Ja, okay. Baut auf, ja. Wollen wir auch runter, Thomas? Wir wollen unsere Zelt auf. Die Zeltstangen. Wie die Zeltstangen? Ja, diese langen Teile halt. Die hast du doch heute Morgen eingepackt. Die habe ich doch dir gegeben, oder? Lass mir noch mal. So. Scheiße. Ja, Mensch, tut mir leid. Aber ganz ehrlich, du hast mir noch nicht gesagt, dass das eine Wandertour wird und dass wir auf Pilzsuche gehen. Ich kann doch nichts dafür, dass mein Motorrad verreckt ist. Also sei doch froh, dass die uns hier mitnehmen. Ja, ich weiß. Aber weißt du, ich habe mich einfach auf das Wochenende gefreut und wir haben in letzter Zeit... Hallo? Hm? Ja, die kannst du dir abschminken. Ist nicht dein Typ. Ja, ich mag's mit lieber zickig und kompliziert. Und was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Und weißt du was? Ist mir eigentlich auch scheißegal. Bist du? Ey! Hey, hey! Was soll das? Ihr könnt in meinem Zelt schlafen. Ich penne sowieso lieber draußen. Danke. Komm mal ein bisschen runter, Leute. Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Also, gesucht werden die sogenannten spitzkegeligen Kahlköpfe.
Oder wie der Fachmann sagt, Psilocybe, Semilan, Seata, Dings. Also je nach Größe nur einige wenige essen. Und dann mindestens eine halbe Stunde warten, bevor ihr mehr einwerft. Entfernt euch nicht von der Gruppe. Und wenn sie jemandem schlecht einfahren oder ihr Angst kriegt, dann sofort jemandem melden. Das ist ja wie in der Armee. Außer, dass wir da mehr saufen durften. Einige von uns haben noch keine Erfahrung mit Pilzen. Also seid etwas vorsichtig. Noch irgendwelche Fragen? Mhm. Na dann. Petri Heil. Oder Petri Pilz, oder wie der Pilzsammler das so sagt. Ja, los, komm. Ja. Ich bleib hier und pass auf unser Zeug auf. Langwellerin. Sag Bescheid, wenn du was gefunden hast. Ja, Mann. Das ist mein Trüffelschwein. Das ist die richtige. Geh mal zur Seite. Oh. Ja. Na, können wir? Bedient euch? Neugierig? Und? Gar nicht mal so gut. Na, Schwesterchen, lässt du Chance anzusteigen? Danke, nein. Spießerin. Ich bin ja nicht freiwillig hier. Wir wollten dich hier nur zu deinem Glück zwingen. Timo, halt mal die Klappe. Nein, lass ihn. Die kurze Zeit wirst du mich wohl noch ertragen können. Mit den Pilzen funktioniert das sicher. Weißt du was? Leck mich doch am Arsch. Hey, Val, du musst jetzt nicht nur weiter gesagt. Zufrieden? Schmecken ja wie Scheiße. Ja, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, woher du das so genau weißt. Sorry für vorhin. Schon okay. Ich muss im Moment etwas mehr arbeiten. Könntest mich auch dabei unterstützen, anstatt mir herumzumeckern. Du hast sowieso nur ein schlechtes Gewissen, weil du zu faul bist, deine T-Shirt-Kollektion endlich fertig zu machen.
Magst du auch noch ein Bier? Klar bei dir? Mhm. Ich hab grad alles okay. Okay. Eins zu null für die Pilze, was? Timo? Timo? Hey, Scheiße, das ist kein Witz, der blutet! Komm mal her, helf mir! Scheiße, der ist bewusstlos! Shit, hey Leute, wir haben hier einen kleinen Notfall! Der blutet! Oh, fuck! Vorsichtig! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Was ist passiert? Keine Ahnung, Mann, er wollte nur kurz Bier holen! Vielleicht ist er hingefallen, ich habe keine Ahnung. Ja, er scheint sich die Nase gebrochen zu haben. Ich hol Verbandszeug. Scheiße, ich krieg dieses scheiß Ding nicht auf. Er ist nur bewusstlos, das ist halb so wild. Wenn wir ihn morgen ins Krankenhaus... Spinnst du? Wir müssen jetzt was machen. Ja, und wie? Wir sind hier nirgendwo, es ist mitten in der Nacht und die Handys haben keinen Empfang. Hier, was anderes habe ich nicht gefunden. Timo. Pack das drauf. Oh, shit. Das Haus ist viel näher. Wir sind hier, das Autopark da drüben. Wir brauchen mindestens eine Stunde. Okay, dann lass uns das Haus suchen. Los, packt eure Sache. Also los. Los, jetzt komm schon. Ja, macht hin, Leute. Hier, nimm das. Bleib du bei dir. Was soll ich jetzt? Deine Sache. Ja. Scheiße, ich hab's Blut. Halt, ich komm her. Hier, das ist alles. Ja. Pack den scheiße Rucksack ein. Vorsichtig. Ah! Das hat mir gerade noch... Das war
Was? Ist da jemand? Hä? Bitte. Nee, da ist nichts. Komm. Aber. Los, geh weiter. Da vorne zum Licht. Hallo? 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 Es ist ein Notfall. Aufwachen! Hier. Das ist aber nicht wahr. Mit Hirn, du Idiot. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Lass rein. Auf die Treppe. Hallo? Hier ist die Küche. Okay. Ich schau mal nach oben. Vielleicht ist ein Bett. Hallo? Alter Ofen. Okay. Vielleicht kriege ich da ein Feuer. Hier. Das ist irgendwie unheimlich. Was? Naja. Wo ist Robert? Ich weiß es nicht. Mich so erschrecken? Hast du es mit Nerven oder was? Nee, aber dieser Raum ist echt strange hier.
Wieso bist du eigentlich nicht bei Valerie? Bei deiner Valerie? Sie ist nicht mehr meine Valerie. Ah. Sogar geladen. Spinnst du? Das hat uns gerade noch gefehlt, dass einer mit einer geladenen Knarre rumspielt. Easy. Passiert schon nichts. Ich kenne mich mit dem Zeug gut genug aus. Ja, berühmte letzte Worte. Hey Mann, tu das scheiß Ding weg! Keine Panik. Ich erschieße euch schon nicht. Und? Wie geht's ihm? Unverändert. Ja, da wird schon wieder. Bei so einer hübschen Krankenschwester. Hier, geht ihr schon mal vor, ich komm gleich nach. Sollen. Ist doch nicht deine Schuld. Trotzdem. Weißt du was? Geh du schon mal runter. Ich bleib hier und pass auf. Okay. Danke. Willst du eine Decke? Kriege ich ein bisschen von deinem Tabak? Der Ofen ist an. Es sollte jetzt gleich warm werden. Was ist mit Timo? Ich weiß es nicht. Er ist immer noch nicht ansprechbar. Ich mache mir echt Sorgen. Hey, es wird schon wieder. Morgen sind wir weg und dann kommt alles wieder in Ordnung. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Was? Echt, du kannst manchmal so ein dreckiges Arschloch sein. Leck mich! Lilly! Immer das gleiche Theater. Hey, wart mal. Bleib lieber hier. Es ist echt besser, wenn wir alle zusammenbleiben. Ja, aber ich kann sie doch nicht allein im Dunkeln herumrennen lassen, oder? Lilly? Lilly, komm zurück! Lilly! Sollen wir ihn nicht nach? Ach, die beruhigt sich schon wieder. Lass uns hier warten, okay? Du hast selbst gesagt, es ist besser, wenn wir alle zusammenbleiben. Das wird schon wieder.
Scheiße, was war das? Ich geh mal nachschauen. Warte, wir kommen mit. Lars? Lars, bist du das? Lilly? Was macht ihr hier? Wir hatten einen Unfall draußen im Wald. Und? Ja. Mein Bruder hat sich verletzt. Und dann hat auch noch das Wetter umgeschlagen. Verletzt? Wo ist er? Oben in einem Zimmer. Er ist bewusstlos und wir haben ihn in ein Bett gelegt. Das ist doch okay, oder? Setzt euch. Lilly? Bist du da drin? Lilly, es tut mir leid, ehrlich. Komm wieder zu uns. Bitte, Lilly. Euer verletzter Freund. Was ist ihm passiert? Naja, er ist... Er wollte sich ein Bier holen. Dabei ist er gestürzt. Und ist immer noch bewusstlos. Das war ja ein schwerer Sturz. Was wollen Sie damit sagen? Seid ihr sicher, dass er gestürzt ist? Dass es nicht was anderes war, da draußen? Was? Wie was anderes? Lilly? Lilly? Bist du hier oben? Zwei sind also oben und der Rest ist hier. Ja, also zwei sind noch draußen, die hatten einen Streit und... Was denn? Vielleicht sind die draußen ja sicherer als hier. Was meinen Sie damit? Scheiße, was war denn das jetzt?
Das war sicher der Sturm. Ich schau mal nach. Oh, fuck. Das wird echt immer besser. Wir sollten abhauen. Ein dunkles Haus. Ein Sturm draußen und der halbe Trupp getrennt. Das ist wie aus dem Lehrbuch. Lilly? Lilly? Ist nicht mehr lustig, Lilly. Hast du dich verirrt? Was denn du hier? Wo ist Lilly? Welche Lilly? Wir können deine Freundin gerne suchen. Nee, das geht nicht. Siehst du sie? Nein. Slim. Ich glaube, du musst sie einfach hochziehen. Ja, war nah. Ja, genau. Aber ich glaube, das Gewitter zieht vorbei. Meinst du? Findest du mich nicht schön? Oh!
Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Lass uns auf die anderen warten. Was ist? Ich glaube, der hat den Strom absichtlich ausgemacht. Was? Wie kommst du denn darauf? Dieser Wasserkocher kann nichts anderes als einen Kurzschluss erzeugen. Ja, aber wenn der Alte was vorhätte, dann würde er uns doch bestimmt im Dunkeln lassen. Das glaube ich auch. Also ich finde, wir bleiben hier. Hier ist es am sichersten. Ich weiß nicht. Das muss Lilly sein. Wo kam das her? Ich weiß nicht. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich habe was gehört. Hey, da drüben! Los, komm! Oh Gott! Lilly! Oh mein Gott, Lilly! Was passiert? Was ist denn hier los? Lilly, du bist ja voller Blut! Robert? Scheiße! Das ist ja Blut! Was war das? Robert ist tot. Was? Jemand hat ihn umgebracht. Soll das jetzt ein Scheißwitz sein, oder was? Timo. Jungs? Hey, was macht ihr hier draußen? Was machst du da, Mann? Hilf mir doch! Oh. Was machen wir jetzt mit ihm? Los, runter in den Keller, los! Oh. Mach schon! Halt ihn fest, Mann! Hat er sich nur versteckt. Du hast versprochen, dass du auf ihn aufpasst. Ich hätte ihn niemals alleine gelassen, wenn ich das gewusst hätte. Niemals hätte ich ihn alleine gelassen. Hey. Niemals! Hey, wir schaffen das, okay? Alles wird gut. Alles wird gut. Timo ist weg. Ja. Was, wie weg? Ja, ist er aufgewacht. Ja, frag mich was, dass ich weiß. Auf alle Fälle liegt er nicht mehr im Bett.
Ich habe nur seine Sachen gefunden. Leute, ich habe einen Vorschlag. Wir teilen uns auf. Also das ist eine absolute Scheißidee. Jetzt hör mir mal zu. Du bleibst mit Valerie und den anderen hier und suchst Timo. Thomas und ich? Na super. Wir versuchen Hilfe zu holen. Wir suchen das Auto und fahren ins nächste Dorf. Okay? Okay. Dass ich dich da oben so angeschrien habe, aber Timo darf einfach nichts passieren. Es ist ihm bestimmt nichts passiert. Ihr werdet ihn finden, okay? Hier ist der Schlüssel. Pass auf. Los. Wir suchen jetzt jedes Zimmer ab. Und wir bleiben zusammen, okay? Na dann los. Valerie. Hey, das schafft sie nicht. Schau sie dir doch mal an, die ist völlig weggetreten. So kann sie uns nicht helfen. Lilly. Ich kann nicht mehr. Hey, ist schon gut. Hey, was ist denn? Warte mal. Was machen wir jetzt mit ihr? Du kannst dich hier einschließen, wir holen dich dann wieder. Hm? Ja. Sagt, wir bleiben alle zusammen. Okay, na dann komm. Wir sollten erstmal da oben anfangen zu suchen. Komm, setz dich da hin. Ich jetzt zu den anderen, okay? Und verriegel die Tür. Also, wo suchen wir zuerst? Oben. Ich meine, weit kann er nicht gekommen sein. Timo? Ha ha ha!
Robert? Robert, bist du das? Nicht mehr lustig, Lilly. Robert? Alles in Ordnung. Was machst du denn hier? Lass uns zu den anderen zurückgehen, okay? Alle sterben. Hey, wir müssen zurück. Bist du bescheuert? Wir können da nicht zurück.
Wir müssen zurück. Los, Timo, komm. Sie ist weg. Scheiße. Wir müssen uns bewaffnen. Na los! Ich hol die Tasche. Warte. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass ich uns keine Chance gegeben habe. Aber weißt du was? Vielleicht erleben wir das ja gar nicht wirklich. Ja. Vielleicht sind wir noch im Wald. Liegen am Zeltplatz. Und es ist alles nur ein schlechter Trip. Und wenn wir aufwachen, dann können wir uns an nichts mehr erinnern. Wenn das so ist. Ich bin gleich wieder da. Drin. Warum dauert das so lang? Ich weiß es nicht. Scheiße. Ist er das? Lars? Wo bist du gewesen? Wo warst du? Ich war da draußen. Du bist ja voller Blut. Was ist passiert? Das ist nicht mein Blut. Ja, aber wo kommt das Blut dann her? Woher soll ich das wissen? Thomas! 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 Thomas
such eine Leiter. Okay. Gib mir deine Hand. Es geht nicht. Warte, ich ruf was. Hilfe! Passiert! Valerie! Nein, Timo! Valerie! Komm zu mir! Warum? Valerie! Warum?
Mal Mushrooms probiert? Ich kann mich nicht behalten! Was ist passiert? Nein, du wirst nicht sterben. Wir werden alle sterben. Komm, wir müssen weg! Wo ist Robert? Wo ist Thomas? Wo ist eigentlich Timo? Ist nicht mein Blut. Ja, aber wo kommt das Blut dann her? Valerie! Was ist passiert? Das bin ich weggetreten. Das bin ich da nicht schon. Schafft sie nicht. Schafft sie dir doch mal. Das bin ich weggetreten. Das bin ich da nicht schon. Haben wir auch noch gefunden. Pilze. Bitte als Beweismittel sichern. Beruhigen Sie sich bitte. Das ist der Oberförster. Der hat Ihnen das Leben gerettet. Ja, aber wo kommt das Blut dann her? Timo! Oh, my God.